Hallo und willkommen zurück zu Green Hell. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verspreche und versehentlich Seven Days to Die sage. So, ja, willkommen zurück. Willkommen zu einer weiteren neuen Folge in einer neuen Aufnahmesession. Und da sind wir auch genau beim Thema. Ich nutze mal gerade hier den Rest der Nacht, um mal so ein paar Sachen mal ganz kurz klarzustellen. Hier sind ja einige neue Leute auch auf dem Kanal. Gerade hier durch das Green Hell Let's Play. Weil normalerweise spiele ich ja überwiegend nur Seven Days to Die. Und viele glauben scheinbar tatsächlich, dass man so als Let's Player so abends nach getaner Arbeit kommt man nach Hause, nimmt eine Folge Green Hell auf, lädt die hoch und am nächsten Tag macht man dann dasselbe nochmal. Aber so ist das nicht. Nicht, wenn du zwei Let's Plays machen willst oder so irgendwie. Natürlich würde das irgendwie zeitlich funktionieren, aber das funktioniert halt nicht von der Seite aus, dass du jeden Abend irgendwie spielst und aufnimmst, sondern ich mache halt Aufnahmesessions. Das heißt, ich nehme immer mehrere Folgen am Stück auf. Das können mal zwei, drei Folgen nur sein. Das können aber auch mal sechs, sieben, acht Folgen am Stück sein, die ich aufnehme. Deswegen seht's mir nach, wenn ich nicht irgendwie auf eure Kommentare direkt eingehe in der nächsten Folge, sozusagen am nächsten Tag. Und seht es mir auch ein bisschen nach, dass ich halt manche Sachen, die schon jetzt ja mehrfach in den Kommentaren geschrieben wurden, vielleicht immer noch nicht irgendwie umgesetzt habe. Fangen wir mal an mit dem Rüstungs-Icon da unten. Ja, mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass unsere Rüstung kaputt ist. Allerdings, ich meine, was soll mir das hier sagen? Da blinkt halt ein Rüstungs-Icon. Das kann jetzt heißen, ich habe eine Rüstung an. Kann sein, ich habe keine Rüstung an. Aber ich habe ja hier eine, aber sonst steht hier halt nirgendwo, dass die Rüstung kaputt ist. Ja gut, hier steht's, ne? Aber ja, naja, egal. Hier steht's halt, das ist schon richtig. Aber das ist mir halt vorher nicht aufgefallen. Hier, Knochenrüstung hat noch 50%, die hat noch 43%. Also wir brauchen auf jeden Fall neue Rüstungen. Das ist mal das eine. Und dann würde ich ganz gerne, also ich weiß nicht, wir können ja mal gerade nochmal hier ins Haus gucken gehen. Wenigstens sind die Eingeborenen hier despawned. So, wir können ja mal gerade hier gucken gehen. Wir wollten hier eigentlich noch einen Balkon dran machen bei Gelegenheit, ne? Ein Balkon. Und ich hätte auch ganz gerne diesen komischen Lehmkamin-Dingsbums da, den es da gibt. Naja, ich würde sagen, wir beginnen die Folge jetzt einfach mal damit. Wir schauen mal hier in unser Tagebuch rein und lesen mal alles, was hier so schön drin steht. Ne? Also benutze den Wurfhaken, um zu Lambda 2 zu gelangen. Das habe ich auch am Ende der letzten Folge gesagt, dass wir da hin wollen eventuell. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles abgehakt. Ne? Dass das Dorf. Das haben wir gemacht. Spuren von Eingeborenen. Ja, Lambda 2, 42 West, 25 Süd. Brauche Kletterrüstung. Ein Drogenlabor. Das ist der kaputte Jeep. Das ist das abgestürzte Flugzeug. Ein Kletterhaken und das auch noch aus einer illegalen Goldmine. Lambda 2, was immer du bist, ich komme. Okay, da will er also hin. So, dann wurde auch viel geschrieben hier, ich soll mich mal um die Verbände kümmern. Das ist das, was ich heute ganz gerne mal machen würde. Ich würde mich ganz gerne mal noch mit weiteren Verbänden befassen und ich würde ganz gerne, weiß ich nur nicht, wo sich das hier drin verbirgt. Kleine Wand, Leiter. Wo sind denn hier diese, da ist der Lehmmischer, Lehmkohleofen, Lehmschmiede. Großer Setzkasten, kleiner Setzkasten, Komposter, Werkbank. Die Werkbank wollte ich eigentlich auch mal bauen. Lehmkohleofen. Gibt es nicht auch den... Schauen wir mal, was ist das hier beim Feuer? Kleines Lagerfeuer, Lagerfeuer. Lehmkaminwand, genau. Hier mal langer Stock, 8 Lehmziegelsteine. So. Die kriegen wir hier nicht hin. Ich könnte den hier so mitten reinbauen, aber das ist halt nicht so gut, ne? Da passt er nicht hin, hier passt er nicht hin. Ach so, Moment.
Ach, das ist auch gleichzeitig eine Außenwand, deswegen passt die hier nirgendwo hin. Ah, das ist ja doof. Na, das konnte ja keiner ahnen, dass die Lehmkaminwand auch gleichzeitig eine Außenwand ist, ne? Sonst hätte ich die können direkt hier so reinbauen irgendwo. Ach, das ist ja doof. Das ist ja jetzt blöde. Warum springt denn das hier so komisch? Ach so, der setzt das einmal an dem hinteren an und einmal an dem vorderen. Na, wenn ich das so bauen würde, dann hat man halt hier auch nicht so wirklich Platz, ne? Na gut, ich meine, wir könnten sagen, wir machen hier so eine Essenskiste hin und hier machen wir dann so dieses Feuerdingsbums rein. Aber eigentlich müsste das eine Außenwand werden. Ich will aber nicht so eine Außenwand hier wegreißen. Oder sollen wir die wegreißen? Wie kann ich denn hier die Wand jetzt kaputt machen? Die mit dem Fenster hier. Ich meine, wer braucht schon Fenster in seiner Wohnung? Eh keiner da, der die Fenster putzt. Wie kriege ich die Wand hier kaputt? Ich die irgendwie. Ich meine, das hier ist ja klar. Das kann ich hier Q halten zum Demontieren. Aber hier die Wand. Oder hier so eine Leiter. Wie kriege ich denn die wieder weg? Wenn die mal gebaut ist. Muss ich die wirklich kaputt schlagen? Okay. Na gut. Die guten Lehmziegel. Na dann. Was liegt denn? Hier liegt doch auch noch irgendwas rum. Kann man nicht mehr aufheben. Warum auch immer. Na gut. Dann nochmal Lehmkaminwand und dann bauen wir die dahin. Dann können wir den direkt da so reinflanschen. Dann brauchen wir noch zwei, drei lange Stöcke, die wir hoffentlich noch haben. Ach, guck mal hier. Das ist ja perfekt. Also ich brauche hier noch irgendwann so eine Treppe. So, und jetzt brauchen wir auch schon Lehm, ne? Na, dann machen wir das mal. Wie sieht es denn hier so essenstechnisch aus? Im Moment ganz gut, ne? Halt, wo bist du hin? Sag mal. Das gibt's doch nicht. Du blöder Frosch. Dummes Teil, ey. So, die machen wir nochmal scharf. Riesenkröte nehmen. Sauberes Wasser. Was haben wir da? Auch ein Topf mit sauberem Wasser. Glut erforderlich. Na gut, dann lass uns mal hier schnell so ein Feuerchen machen. Irgendjemand hat auch gesagt, du kannst vielleicht auch diese. Kannst vielleicht die, die Feuerbretter auch verbrennen. Das könnte man mal testen. So, ich habe doch hier so ein Feuerbrett, ne? Tatsache. Da, geil. So, haben wir noch eins hier? Da, da, da. Ach so, hier liegen noch ganz viele rum. Na gut. Dann verheizen wir die Feuerbretter. Was soll ich damit, ey? Ist ja schließlich ein Feuerbrett. So. Dann haben wir hier Riesenkrötenfleisch. Was haben wir denn hier noch? Wasserschweinefleisch gekocht. Dauert noch einen Tag.
Okay. Und eine brasilianische Superspinne. Da haben wir auch noch einen Pfauenbarsch, einen Piranha. Wir haben ein Zeug hier, er ist ja hammerhart. Ja, dann fall doch da rein. Egal. So, den tun wir mal sammeln. Den hier können wir auch sammeln. Und da haben wir Wasser, ne? So, wir könnten ja mal spaßeshalber ein paar Pilze da reinschmeißen. Ich will nur gerade das Fleisch abwarten. Na komm, das braucht ein bisschen. So, wo haben wir hier die nächsten paar Pilze? Wir müssen auch mal nach unserer Falle gucken gehen. Unbekannter Pilz. So, den nehmen wir mal mit. Und dann machen wir mal eine schöne Pilzrahmsoße hier. Champignon-Rahmsoße machen wir jetzt. Eine Pilzsuppe. Na toll, das bringt ja mal gerade gar nichts mit den Pilzen da. Aber egal. Das war jetzt nicht so wirklich toll. So, lass mal das da noch gerade abkochen. Ach so, und dann müssen wir hier nochmal... Das Feuer können wir nochmal ausmachen. Ne? So, und dann hat auch irgendjemand natürlich richtigerweise mal irgendwann erwähnt, weil ich blöd, man hab da total verpeilt, hier dieses Ding, dieser Wasserfilter hier, ne? Ne, logisch, muss oben das Wasser rein in den Wasserfilter. Ich hab die ganze Zeit irgendwie hier vorgestanden und hab an einen Wassersammler gedacht und dachte so, irgendwie macht das ja alles keinen Sinn. Ist der jetzt halb voll oder halb leer? Halb voll oder halb leer? Hm. So, warte mal. Wenn wir das jetzt auch nochmal da reinkippen. Zwei von zehn. Okay, der ist jetzt im Moment leer. Naja gut, dann lassen wir das mal so, wie das ist. Sehr schön. Wir waren beim Lehm. Schön hier, gemütlich. Lehm dran klatschen. Und dann bauen wir uns hier eine schöne, leckere Kaminwand hin. So. Und dann brauchen wir nochmal den hier. So, Lehmmischer benutzen. Ah, hier, herrlich. Herrlich. Richtig schön im Dreck gewuhlt. Wie sich das gehört. Haben wir schon wieder so eine scheiß Spinne da gefangen, ja? Klingt jedenfalls so, ne? Hier. Drecksteil. Wir fangen hier immer irgendwelche beschissenen Spinnen, ne? Aber da kann man ja auch noch irgendwas draus machen, glaube ich sogar, aus den komischen Wanderspinnen. Aber ist auch egal, weil so viele wie wir von den Dingern fangen, wenn wir die brauchen, dann werden wir die schon kriegen. So. Also es ist echt, um hier was zu bauen. Was war das gerade?
um hier was zu bauen, das wurde auch geschrieben in den Kommentaren, das ist echt schon grindig, ne? Also das ist, was hier was an Zeit drauf geht, um was zu basteln. Das ist schon heftig, ne? Das ist wirklich heftig. Das ist ja komisch, dass da... Ein kleines Feuer kann in der Lehmkaminwand platziert werden. Na, das ist doch mal nice. Also, ich gehe mich mal waschen. Bevor ich mir gleich wieder irgendwie versehentlich die dreckigen Finger in den Hals gesteckt habe. So, sehr gut. Und dann schauen wir doch mal hier. Was macht denn eigentlich unser Speer hier so? Haltbarkeit 94. Das hat auch jemand geschrieben, du solltest dir immer die Waffen mitnehmen. Ja, ich meine, wenn mein Speer 94% hat, dann brauche ich nicht unbedingt einen neuen, ne? Das ist dann so. Ach, guck mal da, wie schön. Schick. So, dann machen wir mal hier so ein Feuer. Kleines Feuer. Ja, nice. Nice, nice, baby. Das ist doch nicht schlecht. So. Und dann würde ich sagen, wir machen uns, wir gucken mal gerade hier so, es gibt ja noch mehr hier von den, wo waren das? Komposter, Setzkasten, Lehmkohleofen. Den kriegen wir auch hier rein, wenn wir das wollen, ne? Weil wir brauchen, man kann ja auch Metall einschmelzen. Jetzt überlege ich nur gerade, wo bauen wir das Ding hier am besten hin? Vielleicht wäre doch hier gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, weil wenn wir hier sagen würden, nur mal angenommen, wir würden da den Lehmkohleofen hinmachen. Hier ist unser Lagerfeuer. Dann könnten wir hier eine Kiste hinstellen für Nahrung oder so ein Regal. Könnten wir mal so ein Regal bauen. Hier gibt es ja noch diese Lehmschmiede. Wie hoch ist denn die? Die passt hier gar nicht rein. Okay. Wenn die Lehmschmiede hier nicht reinpasst, also sie passt natürlich auf den Boden, wir gehen mal gerade raus gucken. Ach Gustav, jetzt sei doch mal ruhig. Wie hoch ist denn die? Die ist also sehr hoch. Also die Lehmschmiede, eigentlich müssten wir die Lehmschmiede hier hin machen, hier so drunter und den Lehmkohleofen so daneben. Das wäre dann prädestiniert dafür. Weil das ist zu hoch. Weil es macht keinen Sinn, das eine hier reinzubauen, das andere draußen hinzubauen. Das heißt, wir nehmen den hier nochmal weg. Und dann schauen wir mal gerade hier wegen Regale oder so, ne? Lagerkiste. Großer Lagerkorb, kleiner Holzscheit, langer Stock, Stockhalter. Halter für Seile, Schlittenaufzug, Hängeregal, Regal. Na, so ein Hängeregal würde auch hierhin noch passen, ne? Oder halt hierhin. Beziehungsweise würde auf beide Seiten passen, aber da hängt es irgendwie so halb draußen. Ich mach mal eins hierhin. So. Achso. Das? Das. Guck mal da, wie schön. Aber da passt nur ein Teil rein, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier so ein Seil nehmen. Ne, das geht nicht. Harz. Ich könnte das Harz da jetzt hinlegen. Okay. Also das ist eigentlich prädestiniert dafür, irgendwie hier eine Trophäe hinzulegen, ne? Oder so. Irgendwie sowas. Da könnte... Da könnte man Gustav draufsetzen. Okay, dann gucken wir mal gerade hier nach dem Regal.
da scheint ja mehr reinzupassen. Und da man die ja frei positionieren kann, würde ich das auch direkt so, weil wenn ich hier rüber gehe, komme ich dann ein Stück weiter vor? Nee. Das heißt, wir können die ruhig, könnt das so setzen. Na. Blöde Dings hier, ey. So, könnte man hier so zwei Regale hinstellen und dann kriegen wir mit viel Glück noch eins daneben. Nee, das passt nicht mehr. Aber wir brauchen ja auch noch ein... Oder brauchen wir hier drin ein Bett? Ich meine, schlafen können wir ja auch draußen. Hm. Ich meine, notfalls können wir auch noch aufstocken. Wir können ja auch oben noch eine Etage drauf flanschen. Na, warte mal, was haben wir denn noch Schönes? Also ein Hängeregal, dann haben wir hier einen Rüstungsständer. Pfeilständer. So einen Rüstungsständer könnten wir doch hier hinstellen. So, okay, das heißt, wir brauchen jetzt lange Stöcke. Lange Stöcke brauchen wir. Ein paar haben wir noch da. Okay. Sehr gut. Läuft doch. Und dann könnte man eigentlich diese kleinen Lager, diese kleinen Stocklager und normale Stöcke, die könnte man hier rein verfrachten bei Gelegenheit. Gustav! Jetzt, ach Mann. Stell dich jetzt so an, Junge. Der wieder einen Krach macht, ey. Hier liegt immer noch alles voll mit kleinen Stöcken, ne? So, und hier raus sollte ich auch mal gucken. Da kann man wohl auch irgendwie einen Verband mitmachen mit dem Krempel hier. Herstellen. Ich würde hier so einen Verband nehmen. Ein Funkienverband. Aha, was macht denn ein Funkienverband? Antitoxin, Antihistaminikum, was das auch immer ist, also klingt nach irgendwas Entgiftetem, irgendwie sowas. Also Toxin ist auf jeden Fall Giftkram. So, dann nehme ich mal meinen Schlitten und ziehe los und dann gehen wir mal da vorne zu unserer Riesen... Ah, warte mal, ich habe was gesehen. Hier, ist hier ein Nest drin? Ne, hab mich verguckt. Dann ziehen wir mal los, dann gehen wir mal da vorne in Richtung von unserer Falle. Und dann gucken wir mal, ob uns da irgendwie was in die Falle gegangen ist. Natürlich nicht. Falle ist mal wieder ausgelöst, aber nichts drin. Wie immer. Muss man die vielleicht doch beködern? Wieso fehlt denn hier eine Palme? Wer hat die denn gefällt? Das war ich doch nicht, oder? Na toll, es wird schon dunkel und ich bin müde. Ne, dann gehen wir wieder zurück. Mist. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Dann müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Leider. Leider müssen wir erst eine Runde schlafen. Bevor wir hier irgendwie was machen können. Waschen muss ich mich auch noch. Lange Stöcke haben wir auch nicht mehr. Nee, 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 nee. Ansonsten geht es uns ja ganz gut. Also,
Da können wir uns ja nicht beschweren. So. Sag mal, 1 Uhr nachts. Ist irgendwie auch doof, ne? Das hält noch irgendwie einen Tag. Das hält noch 14 Stunden, ne? Dann essen wir das mal. Noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Fette, ne? Fette. Bräuchte man mal eine Nuss oder so. Und regnen könnte es auch mal. Achso, warte mal. Wir haben doch hier einen Wasserfilter an den Start gebracht. Wie sieht's denn hier aus? Gut. Sehr gut. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder irgendwie lange Stöcke bekommen, ne? Ach, jetzt geht auch noch die Axt kaputt. So, der macht dann Stöcke da draus. Ach Mist. Muss halt einmal draufhauen. Ist ja wahr. Hat sich gerade so komisch angehört, da hinten im Urwald. Bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt... ob das jetzt gut war. So, Moment, warte mal. Die Stöcke hier brauchen wir ja auch noch. Alles voll. Na gut. Shit. War ja klar. So, herstellen. Herstellen. So, eine neue Axt bitte. Wo ist denn der Schlitten? Ach, hier. So. So, da liegt noch ein langer Stock. Machen wir doch schon wieder ein bisschen was. 12 Stück. Ja, das wird noch nicht reichen, ne? Ich glaube, irgendwie 1-2 Bäume brauchen wir noch. Und so Lianen könnten wir auch mal wieder mitnehmen, ne? Ach, denn der Zeiteisen. 3.42 Uhr. So. Macht denn der Schlitten hier schon wieder? Sieht irgendwie falsch aus. Wie soll ich denn da dran kommen oben? Oh nee, komm, ey, das ist nicht dein Ernst. Tja. Also der Schlitten ist ein bisschen buggy. Kann man echt nicht anders sagen. War hier nicht gerade noch eine Liane?
So. So, das sind jetzt 20 Stück von den Dingern. Soll mir mal für den Anfang reichen. Ziehen wir das Ding mal da runter und dann gehen wir uns mal untersuchen. Haben wir uns wieder irgendeinen Mist eingefangen, aber wir brauchen unbedingt eine neue Rüstung, ne? Wir brauchen unbedingt wieder eine neue Rüstung. Ach so, da kommen die Feuerbretter rein. Okay. Dann ist es ja gut, dass ich doch noch nicht alle verbrannt habe. Beziehungsweise oben im Wald müssten ja auch noch welche liegen. Da muss ein ganzer Holzscheit rein. So, da noch ein so ein Ding rein. Ach, hier auch noch. Oh. So, jetzt aber, ne? Also da müssen überall Feuerbretter rein. Und wie viel sind das? 2 Stück. Oh, ey, brauche ich jetzt echt 12 von diesen doofen Feuerbrettern? Noch mal Stöcke. Na, schick. Guck mal. Fast wie ein Kallax aus dem Ikea. Habe ich natürlich den einzigen Holzscheit, den ich hier habe, gerade klein gekloppt, ne? Weil ich so clever bin. Seile haben wir hier keine mehr rumliegen, ne? Wir haben auch keine mehr in der Tasche baumeln. Dann müssen wir mal gerade Seil besorgen gehen. Ach, ich wollte mich doch untersuchen. Oh, ey, ich hab schon wieder vergessen. Mist, 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 Mist. Geh mal gerade hier hoch, gucken, ob ich hier zufälligerweise eine Paranuss finde. Ach, guck mal da. Geil. Nice. Eigentlich dachte ich mir, ich gehe mal hier gucken wegen Lianen. Ach, guck mal, Energiepilze. Vielleicht sollte ich die mal in den Kochtopf schmeißen, die Dinger. Halt. Achso. Tote Maus. Hier sind keine Lianen dran. Auch gut. Aber hier. Wenn ich mich nach links drehe, leuchtet die rechts. Und wenn ich mich nach rechts drehe, leuchtet die links. Stück haben wir jetzt. 9. Na, hier. 10. Das, das, das. Das, das, das. Guck mal hier, wie schick. Guck mal. Brauchen wir noch einen so einen Holzscheit.
Für so einen Rüstungsständer. Den haben wir natürlich nicht mehr hier, ne? Ja, dann gehe ich mit den jetzt noch. Gehe ich mit denen noch schnell aus dem Wald reißen, den Holzscheit. Mir jetzt egal, das machen wir jetzt noch schnell. Frage ist, wo? Wo haue ich mir denn jetzt hier den Holzscheit ab? Ja. So, und dann wird sich aber endlich untersucht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein bisschen Musik wäre ganz gut hier auf der Baustelle. Steht der jetzt falsch rum, der Rüstungsständer? Ich hoffe nicht. So, okay. Gut, schmeiß mal das Ding mal hier runter. Jetzt geht gerade die Sonne auf. Und die ganze Nacht durchgearbeitet. 8 Uhr. Um 8 Uhr geht erst die Sonne auf? Die ging doch sonst immer irgendwie um 5 auf. Wird bestimmt Winter. So. Da ist nix. Ach so, das war's schon. Gott sei Dank. So. Ach, das ist der Speer. Ich dachte gerade, warum ist das so komisch hell da? Ja, was trinken und ein paar Fette. Ja, wir haben jetzt blöderweise nicht nach irgendwelchen... wir haben jetzt nicht irgendwie nach Nüssen gesucht oder so, ne? So, sehr gut. Die Riesenkröte lassen wir da noch drin. Nehmen wir hier den brasilianischen Kollegen noch raus. Und dann nehmen wir die komische Spinne hier, ich stopp die hier als Köder rein. So, dann trinken wir mal noch was. Da müsste noch ein bisschen was drin sein. Und dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal den Dings hier. Nochmal da rein. So, sehr gut. Was fehlt noch? Eigentlich nur Kohlenhydrate, Fette und Wasser. Proteine sieht noch ganz gut aus. Aber da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Prima. Das gefällt mir. Also das Regal finde ich jetzt schon ultra geil. Das ist echt cool. Das Ding. Das ist echt nice. Nice to have. Schade, dass das hier so dunkel ist. Bräuchten irgendwie doch noch ein Fenster oder so. Aber egal. Vielleicht gibt es ja auch eine Holzfackel, aber die wird wahrscheinlich abbrennen. Ne? Da muss man die ständig erneuern. Obwohl, warte mal. Ich könnte mal ganz kurz, bevor wir hier fertig sind, ich mach mal hier den hier. Und mach mal den hier, so zur Feier des Tages. Haben wir hier wenigstens ein bisschen Licht. Nice. So, und ich habe auch eine andere Tastatur, wenn ich mich recht erinnere. Eigentlich hat es geheißen, mit der Null-Taste auf dem Nummern-Keyboard kann man irgendwie die UI ausblenden. Geht nicht. Muss ich mich nochmal schlau machen. Dann eben so. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und auch für eure tollen Kommentare, die jetzt wahrscheinlich wieder kommen werden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann werden wir da hier noch ein bisschen weiter basteln. Ich würde gerne... Ist Gustav jetzt über meinen Schlitten gestolpert, oder was? Ich würde gerne auf jeden Fall noch hier so ein bisschen ein paar Sachen ins Regal räumen. Und mal gucken, wie wir hier noch so ein bisschen weitermachen. Auf jeden Fall auch diese Lehmschmiede da unten mal an den Start bringen, weil ich weiß, man kann halt Sachen einschmelzen. Das ist unheimlich aufwendig, aber ich habe da irgendwie Spaß dran gefunden. Ich hätte da echt Bock drauf, irgendwie ein paar Eisensachen zu machen und sowas.
vielleicht sogar eine Eisenrüstung zu machen, aber das dauert halt sehr, sehr lange. Na gut, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und Gustav und ich, wir melden uns dann morgen wieder hier zurück. Macht's gut, bis denn. Tschüss.